Der Mannheimer Eishockey-Bundesligist Mannheimer ERC sorgte zuletzt nicht immer nur für positive Schlagzeilen. Die positiven Schlagzeilen beim MRC bekam aber eine junge Dame, Marin Valenti, 13 Jahre alt, spielt im Damenteam des MRC, wurde deutsche Meisterin, ist im Nationalteam und will Profi in Kanada werden. Hartmut Tessaro hat sie beim Training beobachtet. Wird die von euch akzeptiert eigentlich, von euch Jungs? Ja, die wird akzeptiert, wie andere Jungs auch. Warum? Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass die einfach gut ist. Ich meine, wenn die so schlecht ist, wenn sie schlecht wäre, wird sie wahrscheinlich gehänselt werden. Aber auch die vom Körperlichen, die wehrt sich auch, also die lässt sich nichts gefallen. Und hier ist sie bei uns im Studio, Marin Valenti, und mitgebracht hat sie Papa Danielo. Marin, ich denke, man könnte da doch schon mal applaudieren dann auch. Marin, ich habe mal Hockey gespielt im Tor, da musste ich ähnlich viel immer anziehen vor den Spielen wie du als Eishockeyspielerin. Du trainierst viermal die Woche, dann sind am Wochenende Spiele. Stinkt einem das nicht, wenn man sich immer so lange aus- und anziehen muss, so schnell wie eben im Film geht es ja nicht. Nee, also wenn man im Spiel ist, dann erzählt man so und dann merkt man das eigentlich gar nicht. Im Training muss man das halt machen, dass man nicht verletzt wird, und es macht eigentlich Spaß. Der junge Mann, der eben im Bericht zu hören war, das war dein Bruder, und von dem, was er gesagt hat, lässt sich raushören, dass du auch körperlich da ganz gut zur Sache gehst. Du trainierst meistens mit den Jungs mit, und Eishockey ist ja ein körperbetonter Sport, und du schreckst da nicht zurück, mal ein bisschen Schulterkontakt mit den Jungs zu haben. Gehört das dazu beim Eishockey? Ja, ich denke schon. Also ich lasse mich nicht von denen hänseln. Wenn die mich mal checken, dann checke ich halt zurück. Und ich tue auch manchmal nachschlagen, wenn es mir stinkt. Also das heißt, man kann ja beim Eishockey dann auch wunderbar so ein bisschen Frust oder Ärger abreagieren. Ja. Jetzt war überall zu hören und zu lesen, du willst Profi werden in Kanada. In Kanada gibt es Profimannschaften, das war auch mir ganz neu. Hast du da schon irgendwelche Kontakte? Gibt es da einen besonderen Verein, den du dir ausgeguckt hast? Weißt du ein bisschen was über das Damen-Profi-Eishockey in Kanada? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass ich bald Informationen kriege. Was sagt der Papa dazu? Ja, ich finde es okay. Wenn Kinder Träume haben und Ziele haben, die sie verfolgen, das ist eine wunderbare Sache. Ob die Ziele sich, oder die Träume sich nachher erfüllen, das wird sich zeigen, aber solange sie auf Ziele hinarbeiten, ist es wunderbar. Was gut passt, ist ja, dass Sie der Jugend- und Damentrainer des MRC sind oder waren, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Hat die Tochter denn alles von Ihnen gelernt? Sind Sie da besonders stolz drauf? Also ich glaube nicht, dass sie viel von mir gelernt hat. Zumindest nicht mehr als die anderen, die ich trainiert habe, auch. Das ist einfach so, dass sie ein Talent ist, sehr viele Sachen mitgebracht hat, und das Training. Also das wie die anderen eben auch. Marin, wo lernst du am meisten? Beim Training, von den Gesprächen mit dem Vater oder wenn du dir Bundesligaspiele anguckst? Vom Training lerne ich am meisten. Am 15. März nächste Woche geht's los nach Kanada. Da spielt ihr mit der Nationalmannschaft um die Weltmeisterschaft. Mit welchen Erwartungen fährst du denn dahin? Wir haben gehört, dass du da gerne Profi werden willst. Steht für dich im Vordergrund, mal da so ein bisschen das Terrain abzutasten, was man dort so alles machen kann. Willst du Dritter, Zweiter oder Erster werden, oder geht's erstmal nur darum, dort selbst gut zu spielen? Also ich will selber gut spielen und mit der Mannschaft auch Dritter werden.
Wenn wir also Schweden schlagen und Japan, Kanada wird wahrscheinlich schwer werden, aber wenn wir so weit kommen, dann können wir schon auf den dritten Platz kommen. Du bist 13, du darfst bei den Damen nur mit einer Sondergenehmigung spielen, da darf man normalerweise erst ab 14 Jahren mitspielen. Hast du denn schon internationale Erfahrungen? Mit den MRC-Damen bist du deutsche Meisterin geworden jetzt. Hast du denn schon internationale Erfahrungen? Hast du schon mal Nationalmannschaft gespielt? Nee, das ist meine erste Saison. Ich habe vorhin noch bei den Jungs mitgespielt und es klappt eigentlich ganz gut bei den Damen. Was werden die großen Gegner sein in Kanada? Du hast eben schon ein paar angesprochen. Also bei uns in der Gruppe spielt Schweden, Finnland, nee, nicht Finnland, Japan und wer war es noch? Die Kanadierinnen sind in der anderen Gruppe. Nee, Kanada sind mit dabei. Ist bei uns in der Gruppe. Da siehst du ja die zukünftigen Kolleginnen vielleicht direkt auf dem Eis. Herr Valenti, wir wollen es noch kurz ansprechen. Sie sind zu Beginn der Saison zum MRC gekommen. Als Trainer für die Jugend, für die gesamten Jugendmannschaften, die Damen haben Sie auch erfolgreich trainiert, der deutsche Meistertitel, ich habe es schon erwähnt. Anscheinend sind Jugendtrainerstühle genauso wenig haltbar wie die von den Bundesliga-Trainern, denn auch Sie sind entlassen worden. Wo sind da die Gründe? Ja, die Gründe, das kann man so schlecht sagen. Weil die Gründe, die mir genannt wurden, an sich fadenscheinig sind. Es ist einfach so, dass es ein Armutszeugnis ist für einen Profiverein, wenn er die Nachwuchsarbeit von, wie man so einen nicht ausgelasteten Hausfrauen beurteilen lässt und daraus eben Konsequenzen zieht. Das ist keine Basis für eine langfristige Arbeit. Was hat man Ihnen denn vorgeworfen? Erfolglosigkeit? Nee, Erfolglosigkeit an sich nicht. Was man mir im Einzelnen vorgeworfen hat, möchte ich hier an sich nicht anführen, weil das ist intern. Ja. Marin, was hat das für dich für Konsequenzen? Du spielst sehr erfolgreich bei den MRC-Damen. Der Vater muss sich einen neuen Job suchen, wird irgendwo anders hin müssen. Was bedeutet das für dich? Wirst du hier bleiben oder musst du mit dem Vater mit? Also ich würde lieber hier bleiben, als wieder einen anderen Verein wechseln. Ich verstehe mich jetzt so gut mit der Mannschaft und also ich würde nicht gern weggehen. Herr Valenti, Sie haben es gesagt, Sie sind stolz auf die Tochter. Hier ist zurzeit die beste deutsche Damenmannschaft. Kann man das machen, eine 13-Jährige hier zurücklassen, wenn man sich neu orientieren muss? Ich lasse die Tochter nicht zurück. Meine Familie bleibt hier auf jeden Fall. Und Sie müssen sich auf jeden Fall neu orientieren. Was steht da im Raum? Als Jugendtrainer auch wieder oder tendieren Sie auch so ein bisschen vielleicht zweite Liga? Ich habe mehrere Sachen. Ich muss jetzt erstmal abwarten, abwägen und ich werde mich die nächsten 3-4 Wochen entscheiden. Marin, wir wünschen dir alles Gute für die Weltmeisterschaft und für deine Profipläne. Wir wünschen dem Papa alles Gute für seine Trainerzukunft. Schönen Dank, dass ihr hier wart.